Wir haben in jetzt knapp 2 Wochen noch wieder einige Kurse im Angebot, die wir jetzt in den letzten Wochen publiziert haben. Ganz konkret, einer dieser Kurse behandelt das Thema Steuerrecht und Steuern rund um das Thema Viehzucht ja, Estancias, wie wir das hier im Chaco nennen würden. Also es ist ein Kurs, der vor allem auch orientiert ist und gerichtet ist an Leuten, die in diesem Beruf oder in diesem Wirtschaftsbereich aktiv sind, die sich mit der Frage beschäftigen oder sich schon immer die Frage gestellt haben, was muss ich berücksichtigen, rein steuerrechtlich, was muss ich deklarieren, worauf muss ich achten, wenn ich mein Inventar erstelle. Wie wir alle wissen, nimmt auch im Chaco die Formalisierung ständig zu. Es gibt neue Regularien, die vorgeschrieben werden von den Ministerien in Asunción, Neuigkeiten. Und da ist es einfach, sehen wir auch unter anderem unsere Aufgabe als CFP, Kurse zu organisieren, um die Leute, die im All ja, Tag für Tag aktiv sind, sich darüber jetzt nicht groß Gedanken machen, dann doch die Möglichkeit haben, sich an einem Tag dann speziell dazu zu informieren. Und dazu laden wir dann herzlich ein. Dieser Kurs findet statt am 1. Dezember, ganztägig von 8 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags hier am Berufsbildungszentrum in Loma Plata. Also grundsätzlich sind alle, die Interesse haben an diesem Thema, Contabilidad Ganadera, so nennen wir es auf Spanisch, also sind steuerrechtliche Fragen rund um das Thema Viehzucht, Dokumente, die zu berücksichtigen sind, wie sie zu handhaben sind, wenn ich meinetwegen Vieh verkaufe oder auch nur den Besitzer wechsle. Was ist dabei zu berücksichtigen? Man wird da sehr konkret an Beispielen arbeiten. Und insofern, es ist offen für jedermann, der schon, wie soll ich sagen, in diesem Beruf oder rund um das Thema Viehzucht und aktiv ist oder in Bereichen arbeitet, die meinetwegen mit Transport von Vieh oder Abrechnung und dergleichen zu tun haben. Das sind die Leute, für denen oder an denen sich dieser Kurs richtet. Aber letztendlich ist er auch offen für jedermann, der sich dazu informieren möchte.